Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Besoldungsänderung ist überfällig und richtig und wird durch die Linksfraktion selbstverständlich unterstützt. Aber reicht das als Antwort auf eine dramatische Personalentwicklung? Nach den letzten mir bekannten Zahlen, hier wurde schon mehrfach darauf abgehoben, aus dem Jahr 2015 hat in Berlin etwa jede siebte Schule keine vollständige Schulleitung. An Berliner Schulen fehlten nach Angaben des Senats im März diesen Jahres über 120 Schulleiterinnen bzw. stellvertretende Leiterinnen und Leiter. Zwei Drittel davon sind den Grundschulen zuzuordnen. Ja, und da frage ich mal, was sind denn die Ursachen dafür, gerade in den Grundschulen? Ja, auch die Bezahlung. Und das gilt nicht nur für die Schulleiterinnen und Schulleiter, es ist jetzt schon mehrfach hier Thema gewesen, sondern natürlich für die Stellvertretenden und Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Und ich sage Ihnen, das hätten Sie in diesem Zuge gleich mit verändern müssen. Da ist eine Anhebung der Bezüge auch für die erste und für die zweite Konrektorin und Konrektor fällig. Und wenn wir einmal bei der Bezahlung sind, bevor neu berufene Schulleiterinnen und Schulleiter überhaupt zu dieser Besoldungsgruppe, die mit der Stelle verbunden ist, kommen, müssen sie eine Bewährungszeit von 1,5 Jahren bestehen. Und dann kommt das nämlich noch dazu, zu dem, was die Kollegin Remlinger vorhin gesagt hat. Sie machen also die gleiche Arbeit wie ihre Amtskolleginnen und Amtskollegen und bekommen weniger Geld. Und auch hier ist eine Veränderung angebracht, entsprechend der Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Spannend bleibt außerdem, wann das Dienstrecht endlich an die Tatsache angepasst wird, dass bereits knapp die Hälfte aller Lehrkräfte angestellt sind. Ich habe hier hohe Erwartungen an den Senat bei den kommenden Tarifverhandlungen um eine Entgeltordnung im Bund. Und es sei wenigstens erwähnt, Geld ist nicht alles. Viele Lehrkräfte, die gern bereit wären, eine Funktionsstelle anzustreben und die sie auch ausfüllen könnten, scheuen davor zurück, weil sie schlicht befürchten, für die vielen Aufgaben trotz Überstunden nicht genug Zeit zu haben. Die Zumessungsrichtlinien für Ermäßigungstatbestände und die Höhe der Unterrichtsverpflichtung für die Pädagoginnen und Pädagogen mit Leitungsfunktionen, besonders für die erste und zweite Konrektorin bzw. den Konrektor, gehören ebenfalls auf den Prüfstand. Letzteren wird in Abhängigkeit von der Beschäftigtenzahl eine Unterrichtsstundenabminderung zwischen 3 und 11 Stunden gewährt. Sollen die Schulleitungsmitglieder an den Grundschulen nicht nur das Schulmanagement führen, sondern die Qualitätsentwicklung vorantreiben und engagiert für neue Wege in der Bildung sein, brauchen sie dafür mehr Zeit und mehr Unterstützung. Sie sollten sich nicht tagelang auf Castings rumtreiben und mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf Jagd nach fehlenden Lehrkräften gehen müssen. Sie sollten sich auch nicht um die Verwaltung der Mittel aus dem 7.000-Euro-Programm oder zukünftig Flexi-Programm kümmern müssen, sondern dafür Personal haben, wie zum Beispiel Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter. Da reichen die 24 Stellen für alle öffentlichen Berliner Schulen wohl nicht aus. Noch dazu wird nicht eine Grundschule daraus bedient. Die 2 bis 3 Schulleitungsmitglieder an Grundschulen sind neben den eben genannten Programmen auch noch für das Bonusprogramm und für sämtliche anderen Programme, die Ganztagskoordinierung, die Organisation von Fortbildung, Personalführung, Entwicklung von Schulprofilen etc. etc. zuständig. Nicht zuletzt sollte sich die Schulleitung auch um die vielen neuen Kolleginnen und Kollegen kümmern, von denen viele nicht auf Grundschullehramt studiert haben, einschließlich vieler Quereinsteigerinnen. Und das, ohne dass es weitere Funktionsstellen gibt. Es gibt keine Fachleitung, keine Koordinationsstellen, egal wie viele Schülerinnen und Schüler die Grundschule haben. Wir werden dem Antrag also zustimmen, sehen aber dringenden weiteren Handlungsbedarf. Und der besteht vor allem auch in der Angleichung der Bezahlung der Grundschullehrkräfte, ein dringendes Gebot spätestens zum Schuljahr 2017/18, wenn die ersten Absolventinnen nach dem neuen Lehrkräftebildungsgesetz in die Berliner Schulen kommen.